Hallöchen, ihr wilden Wikinger, herzlich willkommen zu einer bestimmt fantastischen neuen Folge Valheim. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich hoffe, euch geht's allen gut. So, wir werden heute wahrscheinlich, aber ich weiß noch nicht ganz sicher, zu 100%, ich will's noch nicht ganz, ne, aber es ist sehr wahrscheinlich, dass wir heute uns dem Uralten stellen. Bevor wir das aber tun, würde ich ganz gerne nochmal schnell schauen, was uns der Kessel eventuell noch so zu bringen vermag. Ich platziere jetzt einfach mal draußen den Kessel. Da bauen wir dann danach, bauen wir um. Aber jetzt erstmal reicht es mir, wenn der einfach da steht. So, ach so. Feuerchen muss ja erstmal drunter, ne? Mensch. Mensch, Bombi. Was kannst du eigentlich? So. Gut, Kessel steht. Jetzt schauen wir mal. Metmischung gesund. Muss halt noch fermentiert werden, ne? Metmischung, lecker. Karottensuppe. Ja. Bräuchten wir dann noch ein Fermentierungsfass, ne? Das wäre hier. Edelholz 30. Aber das dauert ja ewig, bis wir das haben, ne? Nee, komm. Langweilig. Ich gehe davon aus, dass wir das danach sowieso machen müssen, weil wir den heute nicht schaffen werden, aber schauen wir mal. Schauen wir mal. Wir testen es einfach mal. Ich meine, was soll großartig passieren? Im schlimmsten Fall ist erstmal das Zeug weg, dann muss ich halt wieder ein bisschen farmen und dann, ja, meine Güte. Na, dann gehe ich halt eine Runde farmen. Laufe ich zwei Tage durch die Wildnis und hol mir wieder das Zeug. Das ist nicht so wild, wenn wir den jetzt nicht schaffen sollten. Das werde ich, glaube ich, gerade so hinbekommen. Gut. An sich sind wir ja gerüstet, ne? Es ist... Naja, reparieren werden wir noch schnell. Wir haben halt noch keinen Met hergestellt und so, ne? Das ist natürlich ein bisschen kritisch, aber... Ach, das wird schon. Ich bin gute Dinge. Schweinchen, wie geht's? Wie steht's? Ja, gut, alles? Fröhlich, super. Du holst ja auch noch deine Streichlein... Upsa. Du holst ja auch noch deine Streichleinheiten ab, genau. Ihr liebt mich, ich lieb euch. Und jetzt habt ihr gerade Geschlechtsverkehr. Wunderbar. Das freut mich. Weiter so. Toll, oder? Vielleicht kommt ja ein Troll raus. Ich hätte gern einen Troll. So meinen eigenen Haustroll. Ein Haustroll wäre sehr, sehr toll. Gut, meine Lieben. Hau mal rein, oder? Ab die Post. Der Uralte wartet. So. Erstmal hier ein bisschen aufräumen noch. Das Dorf niederbrennen. Zack, weg ist es. Auf die Fräse. Du auch noch? Jawohl. Natürlich. Du kriegst auch noch auf den Sack. So. Nochmal einen uralten Samen geholt. Bufffutter rein. Ich bin gespannt. Ich bin sehr gespannt. So, wir müssen uns auf jeden Fall noch kurz regenerieren hier. Und so oder so um den Uralten herum möchte ich noch ein bisschen aufräumen. Ach, guck mal, da ist ein Dungeon. Den markiere ich mir doch glatt mal. Es gibt kein Zurück mehr, meine Lieben.
Der Uralte wartet. So, vorher noch hier kurz aufräumen. Ich brauche nicht unbedingt noch zusätzliche Gegner. Da hinten rennt ein Troll herum. Ich weiß nicht, ob wir den vielleicht noch legen sollten. Wollen wir den noch schnell erledigen? Nicht, dass der dann unfair in den Kampf eingreift. Kennt ihr Timing? Es ist hervorragend. Timing ist super. Immer dann, ne, wenn ich gerade so fröhlich damit anfange aufzunehmen, kommen Anrufe rein. Plötzlich will die ganze Welt von mir etwas. Es ist unglaublich. Naja gut, ich habe mich in Sicherheit gebracht. Es hat alles geklappt. Jetzt können wir aber wirklich, ne? Jetzt aber wirklich. Also jetzt packen wir uns den Kerl. Jetzt schnappen wir uns den alten Uralten. Den alten Uralten, genau. Ach man, ich sag's euch. So, der Troll wandert da hinten herum. Ich glaube, der sollte uns nicht angreifen. Ah, ich bin nervös. Ich bin nervös. Sehr nervös. Aber komm, wird schon irgendwie klappen, oder? Was ist denn das da hinten? Ein Affengehege, ein altes? Nein, okay, gut. Keine Gegner im Umkreis von 50 Metern. Let's go! So. Einmal geopfert. Nee, er ist schon da. Er ist schon da. Leute, the Elder has awoken. Da ist er. Der Papa. Der Grauzwerge. Ho! Au, 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 unangenehmer Bursche, du. Okay, hinter den Dingern sind wir sicher. Oh! Ho, 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 ho. Holy shit! Ui! Also hinter den Säulen klappt das ganz gut, ne? Ah, dieses Geruckel vor allem, das ist schrecklich. Ha, ha, aua. Und was haut er da raus? Ranken oder was? Boah. Unangenehmer Geselle, du. Ah, Wurzeln. Weg. Nein, nicht in Nahkampf. Nicht in den Nahkampf. Scheibenkleister. Er sind uns. So, okay, wir müssen ein bisschen regenerieren. Puh. Huhuhu. Hey, Stickebär. Niemand liebt dich. Niemand mag dich. Nicht mal deine eigenen Kinder können dich leiden. Du stinkst. Hab ich ihm gerade in den Sack geschossen? Ich habe ihm gerade in den Sack geschossen, ich schwör. Ja, komm mit deinen Ranken, verzieh dich. Niemand liebt dich, uralter Schlingel.
Du stinkst. Na, läuft doch bislang, oder? Hi. Ich weiß nicht. Ah, okay. Das ist so ungefähr der Radius der Viecher. Gut. Habe verstanden. Hi. Okay, Eiktür. Wichtig. Sehr wichtig. Damit wir mehr sprinten können. Nixenschwanz geht rein. Oh, er ist hinter uns. Einmal Querfeld einlaufen. Boah, bist du groß, Alter. Ah, hat uns wieder erwischt, ne? Der Lümmel. Ich würde gerne ein Foto von ihm machen. Kriegen wir dann. Ich muss mal eben ein Foto machen. Entschuldigung. Cool, danke. Nochmal? Kriegen wir nochmal eins? Ja, geht schon. So. Foto ist gemacht. Jetzt können wir wieder. Jetzt können wir uns weiter prügeln. Hi. Na? Ritrat Rulala, das läuft doch. Oi, oi, oi. Du kleiner Kasperle, du. So, wir machen das auf Fernkampf. Das läuft gut. Fleisch geht rein. Ah, da ich jetzt gut kassiert, Leute. Einmal nicht aufgepasst. Was macht er jetzt? So. Hat er gerade einen Baum gefällt? Er hat einen Baum gefällt, Leute. Ich treffe ihn irgendwie gefühlt nicht mehr. Doch, läuft. Aua. Mistvieh. Moin. Den haben wir nicht getroffen. Verdammt. Aber jetzt stell dir mal vor, da kommt noch so ein lustiger Troll dazu. Okay, kurz mal regenerieren wieder. Honig nachlegen. Da fliegen die Bäume.
Wow. Du stinkst, du Alter. Nach Maggi. Jawohl. Jawohl. Hey, Stinkenase. Das war's. Oh, er hat auch ein bisschen Stein abgebaut für uns. Das ist aber sehr freundlich. Okay. Lustig. Verbrenne ihr Nachwuchs. Das haben wir soeben gemacht. Wir haben hier Nachwuchs verbrannt. So, was ist das da hinten noch? Kriegen wir da noch Loot? Ja, das war der Uralte, meine Lieben. Wir haben ihn gesmashed. Der Uralte wird diese Lande nicht mehr unsicher machen. Die Grauzwerge mussten eine heftige Niederlage einstecken heute. Zugefügt durch Bombi Thorsson, dem mächtigsten Wikinger dieser Lande. Stärker als... Ne, wir wollen nicht die Götter... Wir wollen nicht über die Götter lästern. Stärker als... keine Ahnung. Was? Was, ihr wollt euch jetzt rächen, oder was? Habt ihr nicht mitbekommen, was gerade passiert ist? Aua. Die haben es nicht mitgekriegt. Die haben geschlafen. Die haben den Kampf nicht... Die haben diesen Kampf epischen Ausmaßes nicht mitbekommen. Das ist ja unglaublich. Ich habe ihn auch nicht mitbekommen. Ich habe das Video geskippt. Tja, Pech gehabt. Es war episch. Trotzdem likest du jetzt das Video. Danke. So. Ja gut, ne? Leute. Das war der Uralte. Wir haben ihn besiegt. In einem ehrenhaften Zweikampf. Zeit nach Hause zu gehen. Welcher Gegenstand verhindert denn das? Ach so, das Zinn wieder. Das mistige Zinn. Ja, obwohl. Nee, das Boot holen wir ein andermal. Wir wollen ja hier auch noch ein bisschen erkunden, ne? Aber jetzt steht dann erstmal die Hauptinsel im Vordergrund. Wobei, ich glaube, ich baue mir vielleicht ein neues Boot. Weil das jetzt wieder heimzubringen, ach, ich weiß nicht. Aber Leute, wir haben es geschafft. Der Uralte wurde bezwungen... Bombi Thorsson ist offiziell der Uraltentöter. Na, ihr sexy Schweine? Habt ihr schon gezüchtet? Nee, ihr hattet bislang nur Sex, ne? Okay. Gut. Ja, Leute, dann war's das. Dankeschön fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, gerne liken und kommentieren. Und dann wünsche ich euch jetzt noch einen wunderschönen Tag. Macht's gut. Ciao.